Ich bin in einem dunklen Raum. Ich weiß nicht wo. Und dann erscheint dieser Mann. Ich fühle plötzlich etwas an meinem Hals. Ich kann sein Gesicht nicht sehen. Aber er ist sehr nah bei mir. Und ich höre, wie er zu mir sagt, halt still. Und dann wird alles dunkel. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Mr. Nielsen hat die Ermordung von 15 Männern gestanden. Die Morde geschahen über einen Zeitraum von 5 Jahren. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie alle 15 Opfer identifizieren werden? Ich fürchte, ich erinnere mich nicht an Ihre Namen. In einer Bar in Soho, da war ich mit einem Schotten ins Gespräch gekommen. Nummer 11 war ein Skinhead-Typ. Er hatte ein Tattoo mit hier Schneiden am Hals. Ich muss das fragen. Warum haben Sie das getan? Ich hatte gehofft, Sie können mir das sagen. Gerade hat jemand angerufen und behauptet, er sei Nielsens Biograf. Der ist sicher von irgendeinem Schmierblatt. Wieso wollen Sie darüber schreiben? Über ein Monster wie mich? Ich möchte etwas über Ihre Kindheit erfahren. Wirklich alles. Wenn er irgendwelche Namen erwähnt, sind Sie verpflichtet, sie uns mitzuteilen. Ganz so einfach ist das nicht. Behinderung der Ermittlungen, ganz einfach sogar. Ich befürchte, die Geständnisse nutzen uns wenig. Wie meinen Sie das? Er hat Ihnen das gegeben, was er wollte. Soll das heißen, er hat das geplant? Sind das für Sie wirklich Taten eines Mannes, der bei klarem Verstand ist? Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Sie nicht? Er ist nicht mein Freund. Ich weiß, wer er ist. Tatsächlich? Das bedeutet, Nielsen hat uns von Anfang an belogen. Was, wenn er verrückt ist? Wenn das passiert, können Sie damit leben? Dieser Mann hat 4 Jahre in unserem Revier gemordet. Er wird mit keinem davon kommen. Schön, wenn am Schuh gehört wird. Dann fühle ich mich wieder wie ein Mensch.